zum Back und Koch mit Stefan. Ja, diesmal habe ich vorbereitet eine Hansen-Jensen-Torte. Das ist so ähnlich wie die Friesentorte, die ich vor einiger Zeit gemacht habe. Aber diesmal mit einem Rührteig und da ist noch Baiser dabei. Aber es wird so ähnlich geschichtet. Die Zutaten seht ihr für den Rührteig hier. Natürlich auch wieder eingeblendet, die alle anderen Zutaten auch. Ja, viel Spaß beim Rezept. Ich will euch aber kurz noch was zeigen. Und zwar, bei mir geht nämlich auch nicht immer alles gut, wenn man mal versucht, so auf die Schnelle Brötchen zu machen und die ein bisschen zu lange im Backofen lässt, werden daraus bei mir auch Steine. Also, passiert überall mal. Lasst euch davon nicht entmutigen. Viel Spaß beim Video. Ja, zuerst gebe ich Zucker, Vanillezucker und die sehr weiche, vielleicht auch flüssige Butter in eine Rührschüssel und dann wird das ja, ca. 5 Minuten verrührt. Der Zucker soll sich auflösen und eine richtig cremige Masse entstehen. Ja, während das hier rührt, siebe ich mir mein Mehl und Backpulver und das Salz schon mal durch. Das kommt dann später dazu, aber während des Rührens mache ich das schon mal. Sobald der Zucker aufgelöst ist, das ist dann so eine cremige Masse und ja, leicht weißlich, gebe ich nach und nach die Eigelbe dazu, verrühre das Ganze. Ist das Ganze zu einer richtig schönen Creme verrührt. Ihr seht, die Farbe hat sich dann auch leicht verändert. Gebe ich nach und nach das Mehl dazu und ganz zum Schluss kommt die Milch noch dazu, dass wir die passende Konsistenz bekommen. Ja, ihr seht, wir haben jetzt einen schönen Rührteig, cremigen Rührteig bekommen. Und den füllen wir uns jetzt in eine Springform, aber halbe halbe. Wir brauchen zwei Böden, also halbieren wir uns das. Zweimal gebacken werden bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze für nur 10 Minuten. Danach müssen wir den mit Baiser bestreichen und dann wird er nochmal gebacken. Also erstmal gleich noch die Schüssel sauber machen, Eiweiß schlagen, also Baiser machen und gleichzeitig den Tortenboden backen. Ja, einmal habe ich den Teig verteilt, der Rest ist noch in der Schüssel. Backofen ist vorgeheizt, geht jetzt da rein, 10 Minuten wie gesagt. Und dann mache ich das Ganze nochmal und in der Zeit schlage ich in der Schüssel Eiweiß mit Zucker auf. Die Mengen und Zutaten habt ihr ja gesehen. Ja, die Schüssel ist wieder sauber. Eiweiß, Zucker, Eiweiß in die Rührschüssel. Kurz anschlagen, dann gebe ich eine Prise Salz dazu. Also kommt schon mit da rein. Und dann richtig schön steif schlagen. Nach und nach der Zucker dazu. Und ihr habt eure Baisermasse. Die Baisermasse fertig und das soll so Fäden ziehen, dann ist das eigentlich gut. Und ihr seht den Boden, angebacken ist er jetzt, darauf verteilen wir die Hälfte der Baisermasse. So, und darauf verteilen wir jetzt noch Mandeln, also Mandelblättchen. Das soll reichen. Und jetzt geht es nochmal für ungefähr 10 Minuten in den Backofen. Passt ein bisschen auf, das darf natürlich nicht zu dunkel werden. Und dann machen wir das Ganze zweimal, also nochmal.
So, ihr seht, er ist jetzt fertig, leicht angebräunt, sieht gut aus. Kurz einen kleinen Moment auskühlen lassen, dann löse ich ihn raus. Das Ganze natürlich nochmal. Und bei dem zweiten, den müssen wir dann schon in Stücke teilen, wenn er im Prinzip aus dem Backofen kommt. Ansonsten lässt er sich hinterher, weil das ja fest wird oder relativ fest wird, nicht mehr teilen. Dann kühlt die Sahne raus, das wollen wir nicht so. Aber sieht ja ganz gut aus. Ja, hier haben wir das fertige Ergebnis der Böden, unterer Boden, den oberen Boden. Ihr seht, ich habe den direkt in Stücke geschnitten. Wir müssen noch ein klein wenig auskühlen. Stellen wir auf Seite. Und hier habe ich alles für die Kirschfüllung. Also ein Glas Kirschen im Prinzip. Saft, zweimal Saft. Stärke. Das und das rühren wir gleich an. Den Saft mit dem Zucker erhitzen wir, dann rühren wir die Stärke ein, einmal aufkochen lassen, dass der Stärkegeschmack rausgeht, abkühlen lassen, die Kirschen wieder dazu, ein bisschen abkühlen und dann auf dem Tortenboden verteilen. Zuerst die Stärke in den kalten Kirschsaft, in das sind so etwa 7-8 Esslöffel gewesen, einrühren. So dass keine Klümpchen entstehen. Ja, kleinen Topf aufsetzen. Kirschsaft rein. Zucker rein. Aufkochen lassen. Dann unser Stärkegemisch dazu nochmal aufkochen lassen, richtig. So, das fängt jetzt hier an zu köcheln. Ihr merkt jetzt auch schon, dann wird das auf einmal dick. So, das soll reichen. Ich gebe jetzt direkt die Kirschen dazu. Dadurch kühlt die Masse natürlich auch schneller ab. Jetzt ein wenig auskühlen lassen und dann gleich können wir es auf den Tortenboden geben. In der Zwischenzeit können wir auch noch Sahne steif schlagen. Dafür ja, eiskalte Schlagsahne. Ich gebe die immer noch eine halbe Stunde, Stunde, bevor ich sie benutze, ins Gefrierfach. Und dann kriegt sie auch einen festeren Stand. Und wenn die muss richtig gut stehen, ansonsten Sahne steif oder Sanapat oder ähnliches dazu geben. Wie ich die Sahne jetzt steif schlage, brauche ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Jeder wird wissen, wie man Sahne steif schlägt. Ja, ich habe einen Tortenring drumgelegt, muss aber nicht unbedingt sein. Ist noch ein bisschen warm. Ah, ist egal. Machen wir jetzt Kirschmasse drauf verteilen. Nochmal schnell kalt stellen. Die Sahne ist schon fertig. Dann spritzen wir die Sahne drüber, Deckel drauf und fertig. So, die Masse ist soweit kühl, kalt. Jetzt kommt die Sahne da drauf. Die habe ich mir in den Spritzbeutel gegeben. Dann geht es etwas einfacher, müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Dann folgen unsere einzelnen Stücke. Da ist nicht 100% durchgeschnitten. Vielleicht kriege ich auch mehrere auf einmal drauf. Das wäre noch besser. Nein, ich glaube, ich mache es doch einzeln. So.
Das ist schon mal fertig. Jetzt kommt noch Puderzucker drüber und dann fertig zum Verzehr. Werden wir sie natürlich gleich auch probieren. So, jetzt wichtigste Geschmack. Brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Lecker. Luftig, der Boden. Crunchy, der Boden. Knackig, auch der Boden durch die Mandeln. Sahnig, klar, durch die Sahne. Und fruchtig durch die Kirschen. Was wollt ihr mehr bei einem Kuchen? Ist ein bisschen mehr Arbeit. Aber lohnt sich. Macht das nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.